Basti, du arbeitest an der Uni Stuttgart und begleitest das Projekt als Projektpartner des Fraunhofer IAO. Und Technik spielt eine sehr, sehr große Rolle in deinem Arbeitsalltag. Wie nimmst du Leuten, die vielleicht nicht so viel mit Technik zu tun haben, die Angst vor der Technik? Vielleicht kannst du es gerade an dem Projekt mit dem Pongtisch erklären. Okay, am Beispiel des Pongtisches sieht man, der Pongtisch ist relativ offen konzipiert. Man sieht überall offene Platinen, man kann den Beamer sich angucken, man sieht den Strahlenverlauf. Das ist letztendlich der Punkt. Ich selber bin auch kein Naturwissenschaftler, sondern Designer von Haus aus. Dementsprechend habe ich alles Technische gelernt, indem ich Sachen auseinandergebaut habe und sie dann mir angeguckt habe, wie Dinge funktionieren. Und genau das ist der Punkt. Um Leuten Angst vor Technik zu nehmen, muss man diese Offenheit schaffen, dass man überall reingucken kann, dass man versteht, jede Technik oder jede Technologie ist aus Modulen X, Y, Z aufgebaut, die alle irgendeine Funktion erfüllen. Und erst in der Summe kommt die Komplexität zustande. Und das schafft man mit Offenheit. Und wie benutzerfreundlich ist das Ganze? Das hier? Ja. Ich würde mal sagen, das ist ein Prototyp. Und wie benutzerfreundlich, wir hatten eine Testphase schon. Da haben wir schon einige, sagen wir mal, nutzerunfreundliche Dinge ausmerzen können. Aber ich nehme an, da sind noch ganz viele Sachen. Also fertig ist sowas sowieso nie. Deswegen, man spricht auch gern von Permanent Beta. Deswegen, da gibt es bestimmt noch einige Sachen, die hängen. Aber so wie als Prototyp ist es cool und vor allem durch Prototypen kriegt man die Erkenntnis, wo hängt es denn noch. Genau. Klar, auf jeden Fall. Es macht ja auch Spaß zu spielen, aber geht es so wirklich um den Spaß oder verfolgt ihr auch andere Ziele? Tja, ich persönlich verfolge vor allem das, ja, tatsächlich für mich ist es interessant, wie interagieren Leute mit Maschinen. Oder gerade das, was ich vorher gesagt habe, Leuten Angst vor Technik zu nehmen, zu zeigen, hey, auch komplizierte Technik besteht aus x, y Modulen, die aber alle jeweils eine definierte Funktion haben. Genau, das ist eigentlich mein Ziel, Leute zu beobachten, wie sie mit Technik sich auseinandersetzen und was man tun kann, damit Leute sich einfacher mit Technik auseinandersetzen können.